Brot ist wichtig. Die Freiheit ist wichtiger. Das Wichtigste ist die ungebrochene Treue und die unverratene Anbetung. So sagt es der von den Nazis ermordete Jesuit Alfred Delp. Brot ist wichtig. Wer wollte das bestreiten? Die Freiheit, zumal die innere, man kann das ja an seinem Leben ablesen, aber nicht nur bei ihm, ist wichtiger. Das Wichtigste ist die ungebrochene Treue und die unverratene Anbetung. Wo fänden wir das besser realisiert, liebe Schwestern und Brüder, als bei der Jungfrau und Gottesmutter? Deshalb muss die Kirche in ihrem ganzen Geist, in ihrem Verhalten, bei ihrem Beten marianisch sein. Und man mag das tun, wenn wir den Maimonat hier im Westen feiern. Man mag das tun wie die Ostkirche, die eigentlich nie das Gotteslob anstimmt, ohne gleichzeitig die Panagia, die allheilige Mutter und Jungfrau zu preisen. Das, was dahinter steht, drückt Alfred Delp mit seinen Worten aus. Eine ungebrochene Treue, die wir an ihr ablesen, und eine unverratene Anbetung. Die Kirche war zu allen Zeiten in einer großen Gefahr, wenn sie vor der Treue und vor der unverratenen Anbetung etwas anderes setzte, das auch ohne Frage wichtig ist: Brot und Freiheit. Das sind die Stichworte innerweltlich. Dafür steht ja auch der 1. Mai. Das sind die Stichworte der Gewerkschaften. Und sie vertreten damit ein wichtiges Anliegen. Wer wollte das bestreiten? Brot ist wichtig. Auch wir als Christen sind nicht der Auffassung, dass es unwichtig sei. Freiheit ist wichtiger. Ja, wer wüsste das nicht? Unsere verfolgten Schwestern und Brüder, nicht nur früher aus dem Ostblock, sondern auch heute, im Mittleren und Nahen Osten, wissen davon, ein wirkliches Lied zu singen. Aber es gibt eine Priorität. Und diese Priorität ist marianisch, liebe Schwestern und Brüder. Und wenn man in diesen Tagen so unser Verhalten anschaut hier, und ich will jetzt gar nicht in eine allgemeine Schelte ausbrechen, aber wenn ich mir anschaue, dass in einer wöchentlichen Videobotschaft ein doch bedeutender Kardinal unseres Landes nichts Besseres zu tun hat, als eine Auslassung zum Tanz in den Mai, mitten in einer Blütenpracht, und man soll doch das Leben genießen, dann frage ich mich schon, ob die Prioritäten recht gesetzt sind. Es geht noch nicht mal um Brot. Es geht um Spaß. Wir ersetzen sogar noch diese menschliche Priorität des Brotes durch unsere libertinäre Gesellschaftsform, Fun, Spaß aller Orten. Hab ein bisschen Spaß im Leben, dann ist es doch auch gut gewesen. Und wenn wir als Christen dazu einen Beitrag leisten, schön. Es braucht uns niemand dafür. Niemand braucht das. Und wir werden als Vollidioten dastehen, wenn wir diesen Weg weitergehen. Stehen wir doch ohnehin schon. Aber nicht um Christi willen, wie Paulus sagt. Das wäre es, worauf es ankommt. Wir dürfen schon gerne Idioten sein, aber wenn, dann um Christi willen. Aber es nimmt uns niemand ernst. Maria, die im Verborgenen lebt, von der keine großen Werke der Nächstenliebe überliefert sind, merkwürdigerweise. Sie hat in Nazareth meines Wissens keine Caritas-Station gegründet. Das wissen wir zumindest nicht. Aber was sie auszeichnet, und weshalb wir sie ehren, ist die ungebrochene Treue und die unverratene Anbetung. Das ist der Weg und das Zeugnis, das wir heute dieser Welt wie zu allen Zeiten schulden, damit sie hinfindet zu dem, dem sie alles Leben verdankt.